Schon wieder ein Gewaltausbruch in einem Freibad, schon wieder hier in Berlin und zwar in Neukölln. Dieses Mal wird ein Sicherheitsmann ins Gesicht geschlagen. Passiert ist das Ganze am Montagabend im doch berüchtigten Columbia-Bad. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung mit zwei Frauen und Kinderwägen, die sie dabei hatten. Die sollen dann zwei Schläger herbeigerufen haben. Ja, nicht nur in der Hauptstadt häufen sich die Übergriffe, entweder gegen Schwimmbadpersonal oder gegen andere Badegäste. Seit Wochen läuft auch eine Debatte, was man dagegen tun könnte. Und aus dem Freibad in Bruchsal kommt ein Hilferuf. Dort sollen die Mitarbeiter nun Selbstverteidigung üben. Das Freibad Sasch in der baden-württembergischen 46.000 Einwohnergemeinde Bruchsal. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Was der Bademeister sagt, das wird auch gemacht. Wieder Abstand halten das nächste Mal. Okay? Doch die schöne, heile Freibadwelt bekommt auch hier Risse. Am Sprungturm hatte sich vor rund einem Monat ein Konflikt entzündet. Ein Badegast ist vom 5-Meter-Brett fast auf einen anderen Schwimmer gesprungen. Dann hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt zu Handgreiflichkeiten. Und dann hat unser Rettungsschwimmer unvermittelt die Faust ins Gesicht bekommen. Heute bleibt es ruhig. Allerdings ist es unter der Woche und da sind nur knapp 800 Besucher im Park. Am Wochenende kommen rund 5.000. Dann ist die Stimmung hier weniger entspannt. Das reicht aber nicht als Erklärung für die Gewalt. Für Eberhard Oehler liegen die Ursachen tiefer. Es ist ein gesellschaftlicher Wandel. Der Respekt gegenüber Mitarbeiterinnen, Polizisten, Feuerwehrleute, Leuten aus dem Rettungsdienst, geht kontinuierlich weiter verloren. Er geht zurück. In Berlin ist diese Entwicklung schon lange spürbar. Immer wieder gab es in diesem Sommer Bilder von tumultartigen Szenen und eskalierender Gewalt, bis die Polizei kommt. Allein in der Hauptstadt gab es in diesem Jahr schon 48 Gewaltdelikte in Freibädern. Bis jetzt. Und die Badesaison ist noch nicht vorbei. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 57 solcher Straftaten. Steigt die Gewalt? Belastbare Zahlen und Statistiken für die bundesweite Entwicklung gibt es nicht. Klar ist hingegen, wer die Täter sind. Zumindest hier in Bruchsal. Es sind vor allem heranwachsende Jugendliche, die auch teilweise noch nicht strafmündig sind, die genau wissen, uns kann ja gar keiner was. Ist das Thema Migration auffällig? Aber egal, woher die Gewalt kommt, hier im Sasch sorgt sie für Unverständnis. Ich bin hier seit ich Kind war und dass es Vorfälle gibt, das mag es ja geben. Es kommt drauf an, wie man darauf reagiert. Zum Beispiel mit Videoüberwachung. Die gibt es hier am Eingangsbereich schon länger. Dazu patrouilliert inzwischen ein Sicherheitsdienst mit zwei Mitarbeitern. Viel mehr Optionen sieht Eberhard Oehler nicht. Als erste Reaktion bekommen die Angestellten eine Ausbildung in Selbstverteidigung. Und wenn das nicht hilft, bleibt nur noch eine letzte Alternative. Dann wird das Bad komplett gesperrt.